Der Sommer ist gerade noch da. Wie haben Sie ihn verbracht? Oh, ich habe ganz viele tolle Konzerte spielen dürfen mit Howard Carpendale. Ich war viel, viel unterwegs, endlich wieder auf den Bühnen und das war das Allerschönste für mich. Gab es da gar keine Zeit, um auszuruhen, auszuspannen? Du, 2 Jahre lang haben wir ausgespannt. Das war genug Zeit, um auszuspannen und ich bin bereit, jetzt einfach wieder Vollgas zu geben. Helene hatte ein tolles Comeback-Konzert. Wie haben Sie es erlebt? Waren Sie mit dabei oder wie haben Sie es gehört? Ich war dabei bei der Regenschlacht in München. Also ich habe ihr vorher Hallo sagen können und danach war ich einfach mitten im Publikum, weil ich finde immer Backstage so ein Konzert oder im VIP ist nicht das gleiche, wie wenn man mittendrin ist. Und es war eine bombastische Show. Es war einfach spektakulär. Ich denke, Sie sehen sich auch nicht jeden Tag. Wie hat sie sich vielleicht verändert so in dem Jahr? Helene verändert sich nicht. Helene war schon immer eine entzückende Person und sie bleibt eine entzückende Person. Was hat sie, was andere nicht haben? Ich glaube, Helene hat sehr hart dafür gearbeitet und Helene ist einfach wahnsinnig talentiert. Also was sie alles kann, das kann man, glaube ich, auf kein Blatt Papier schreiben. Also sparen wir auf ein Duett mit ihr? Ha, das wäre natürlich die absolute Krönung. Also liebe Helene, wenn du das siehst, das ist der offizielle Aufruf. Das ist natürlich, ich glaube, ein Ritterschlag, wenn Helene das macht. Aber auch einfach sie zu sehen, als Kollege im Publikum zu sein, ist schon ein absolutes Highlight, weil man so viel lernen kann.